Oh, Oh, ich habe den 3 sofort gezogen. 3D. Hast du die Werbung im Kino gesehen oder hattet ihr die auch? Welche? So von, wie heißt es denn? Toy Story und dann immer dieses Mädchen so, oh, 3D, auch wenn es nichts mit Toy Story zu tun hatte. Gut möglich. So, neuer So. Ordner. Was sagst du, Michael? Du willst dich selbst klonen? Genau. Du sagst es, mein Lieber. Ich bin nicht dein Lieber. Hallo, so weit kommt's noch. Stimmt, du bist meine Liebe. Das macht mir langsam Angst. Ach wo? Kann sein, dass ich in einem Raum voller Monster falsch bin. Voller abspackender Monster, wohl gemerkt. Bazillen könnten das auch sein. Ich bin mir noch nicht mehr sicher, ob es Monster sind. Oder Blattläuse. Das sind wahrscheinlich Blattläuse. Abspackende Blattläuse. Blattläuse. Ah ja. Ich musste sogar hier hin. Kleiner Schlüssel, ja. Ich mag hier das Geräusch, wenn so die Fackel angeht, so pff, mega laut so. Du bist mein Held. So nach dem Motto, ich werde euch alle verbrennen. Ja, genau. Ich darf Scheiße labern, das ist mein LP. Meine LP, ja, Grammatik gelernt von hinten Mein raus. LP. Wäre auch nett, wenn du zuhörst, wenn ich schon extra für dich Skype benutze. Du hörst ja wirklich viel zu immer. Ja. Was? Genau das meinte ich. Ich sterbe gerade an Feuer. Ich kann auch nicht mehr das Schön. Schwert benutzen. Ich mag's, wenn du am Feuer stirbst. Im Feller. Okay, ich bin gerade an Feuer gestorben. Einfach. Wow. 64, das waren noch Cartridge, oder? Ja. Cool. Das ist gleich viel einfacher, es zu emulieren. Warte, wieso spule ich vor? Ich habe keine Leben. Ich bin da drauf gegangen, einfach weil das Feuer Ja, mich instant gekillt hat. du hast echt kein Leben. Du noch weniger, sonst würdest du mir nicht zuhören. Was? Warte mal. Okay, das Time ist 96 rausgekommen. Gut. Das glaube ich irgendwie nicht, oder? Wieso? Voll lange her. In dem Jahr wurde ich geboren. Das ist aber so. Toll. Dann hast du gesagt, ach ja, Ocarina of Time kommt raus. Wir wollen jetzt mal ein Kind deswegen haben. So lief das ab. Boah, bitte. So lief. Das ein Jahr vorher dann erst schließt. Also, Papperlapapp. dann ist vielleicht Angst geworden, dass Ocarina of Time rauskommt und dann. Dann haben sie es gedacht. Ja, das. Ja. Wäre auch geil, wenn sie dich dann Link genannt hätten. So, hallo. Ich würde gern Link heißen. Ich würde dich auslachen. Besser als Pfeil im Nachnamen zu heißen. Ja, Datei. Du heißt Ordner. Du bist ein verfickter Büroordner. Besser als eine Datei. Wird aber nicht so geschrieben. Im Gegensatz zu dir. Nö, ich werde mit hartem T geschrieben, wiederum Ordner mit weichem T. Ha!
Und du Viech da oben wirst gleich sterben, weil du nervst. Abspackviecher, ey. Wie ich sie hasse. Fast so sehr wie dich, Ortis. Ich bleibe jetzt einfach hier stehen. Oder ich hau einfach ab und... ja. Abhauen ist ja, immer eine gute Idee. Hau einfach ab. Great. Hau einfach ab. Echt. Ja, ich kämpfe nicht gerne gegen unbesiegbare Gegner, oder? Eventuell kann ich die mit dem Bumerang verletzen. Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. So, ich werde jetzt so mal auf 64 schlagen. Nein, tu es nicht. Dann? Es wird dich umbringen. Mario. Mal Kataloge sagen. Hallo Mario. Wo ist Mario? In diesem Spiel hast du dich, in diesem LP hast du dich gerade offiziell als Raubkopierer geoutet. Fass mich mal kreuzweise an. Ist das deine letzte Antwort? Nee, sogar dreiecksweise. Das akzeptiere ich vollkommen. Nicht! Gut. Oh, ich lade jetzt eine Pfeil. Ich find's nicht witzig. Ich schon. Ich merk's. Dummer Österreicher. Wir mögen uns ja so sehr. Was, ich will nicht mit Pfeiltasten laufen. Was? Musst du aber ja. Nö. Doch. Muss ich gar nicht. Kannst mich mal einschalten. Der Witz ist alt. Hat mein Controller ein Rumble Pack? Ja, hat er sogar. Moment mal. Da ist doch ein Typ, oder? Hä? Moment. Ja, du hast keine Ahnung, wovon ich rede, aber dann. Ich hab echt keinen Plan. Nee, kannst du auch gar nicht. Typ. Der hat aber gerade gesagt, IT-Frau gelernt. Ach, echt? Wow. Ich wäre auch gerne das mal ein IT-System-Kauffrau. ist Softwareentwickler, aber der ist cool. Ortis, es gibt Leute, die können's und du gehörst nicht dazu. Doch, ich bin wahrscheinlich eh sogar Softwareentwickler oder irgendwas. Aber nicht IT-Kauffrau. Nein, das werde ich nicht. Ich will auch gar nicht. Weißt du das? Das interessiert aber hier niemanden. Du hast dich jetzt als IT-Kauffrau geoutet, dann wirst du das auch. Oh, das ist so dämlich, ich will darüber gar nicht mehr reden. Super. Danke, Link, dass du auch hier ins Loch reingehst. Löcher. Bin mal so klar, dass du daran denkst. Ach. Ja, Mario ist ja mal leiser.
Wie viel ich hier sehe, nicht. Ich spreche den gerade darauf an, noch mal Kauffrau ist und nicht Kaufmann. Wärst du nicht auch eine Kauffrau? Von wem war das? Okay. Okay. Ich hab's gerade gehört. Es war auch nicht eine Frau. Aber ich nehme jeden Mann. Wow, das Rätsel war so schwer. Unlösbar einfach. Ach Gott, ich hab's verbockt, Fema. Wie du schon eben sagtest. Wie immer. Vor allem, wie witzig du das auch noch findest. Ey, ich bin Brauner Link cool. Ey, Brauner Link war cooler. Hm. Meinst du, dieser Pfeil hier auf dem Boden will mir was sagen? Der Julian Pfeil, oder? Also es gibt ja Leute, die vor allem LPR, die machen um ihren eigenen Namen ein Geheimnis. Ich besitze gar nicht die Chance, das zu tun. Du wirst schwer deinen Namen geheim halten können. Und Grave ist auch IT-Systemkopffrau. Natürlich Ortis. Traumberuf. Bin auch echt so asozial. Mach Witze darüber. Vor allem ist ja nur witzig, weil du es falsch verstanden hast. Nein, ich hab's ja nicht verstanden. Das ist ja wirklich. Ja, aber du hast gesagt, sie wäre ein Mann. Ja, was? Die Stimme ist ein Mensch. Sagst du, sie findet das garantiert nicht so. Nein, die Stimme ist wirklich eher männlich. Ich kann aber ehrlich nichts dazu, sie findet es auch. Ha. Ich habe einen Wurm zum Explodieren bekommen, indem ich ihn hinten auf seinen Stachel raufgeschlagen habe. Ich bin so ein Monster, ich schlag Käfern hinten auf den Arsch. Ich weiß, es hört sich so falsch an. Ich meine, hallo, das ist Link, das ist total barbarisch. Der frisst Herzen, um sich zu heilen und am Leben zu erhalten. Ich sag gar nichts mehr. Ist doch gut so, glaube ich. Den Tempel haben wir uns gleich fertig. Ach, ganz ohne die Kauffrau. Gott, er schießt mich. Kann ich nicht. Du stehst nicht vor mir und ich habe keine Pistole.